Was für ein schöner Tag, um etwas über Früchte und Gemüse zu lernen. Was haben wir denn da? Obst und Gemüse. Lecker! Wisst ihr, wie all die Sorten heißen? Tomate, Banane, Aubergine, Karotte, Kartoffel, Pfirsich, Brokkoli, Kopfsalat, Apfel und Spargel. Super! Okay, Kinder, ihr wisst schon, wie eine Tomate, ein Pfirsich oder eine Banane aussehen. Aber was sind sie? Früchte oder Gemüse? Soll ich euch den Unterschied erklären? Super! Pops, hilfst du mir? Sowohl Früchte als auch Gemüse kommen von Pflanzen. Je nachdem, von welchem Teil der Pflanze sie stammen, handelt es sich um Früchte oder um Gemüse. Fangen wir mit den Früchten an. Alle Früchte waren einmal wunderschöne Blüten. Blüten duften nicht nur herrlich, sondern helfen Pflanzen auch dabei, sich fortzupflanzen. Deswegen haben Früchte Samen. Deshalb sind Tomaten, Bananen, Auberginen, Pfirsiche und Äpfel Früchte. Sie waren vorher Blüten. Und was ist mit Gemüse? Gemüse stammt von allen anderen essbaren Pflanzenteilen. Samen, Knollen, Wurzeln und Zwiebeln befinden sich unter der Erde. Und dann sind da noch Stängel, Blätter und Blüten. Unter der Erde wachsen Gemüsesorten wie Karotten und Kartoffeln. Außerdem essen wir Stängel wie Spargel, Blätter wie Kopfsalat und Blüten wie Brokkoli. Es ist gar nicht so einfach, den Unterschied zu lernen. Sogar Erwachsene kommen oft durcheinander. Wollt ihr an der digitalen Tafel spielen, um zu üben? Zieht einfach Früchte auf die linke Seite und Gemüse auf die rechte. Seid ihr soweit? Oh nein! Wo ist nur der Laserpointer? Macht nichts, Kinder. Groovy kann uns helfen. Wow! Danke, Groovy. Die Tomate, Frucht oder Gemüse. Denkt daran, in Tomaten verstecken sich Samen. Richtig, Tomaten sind Früchte, obwohl sie nicht süß schmecken. Die Banane? Genau, Bananen sind Früchte. Und die Aubergine? Nein, Kinder. Sie war einmal eine Blüte. Richtig. Auberginen sind Früchte. Und die Karotte? Ja, Karotten sind essbare Wurzeln. Und was ist mit der Kartoffel? Genau, Kartoffeln sind Pflanzenknollen, also Gemüse. Und der Pfirsich? Einfach, oder? Ganz genau. Pfirsiche sind Früchte mit einem ziemlich großen Kern. Und Brokkoli? Gemüse, richtig. Man mag es kaum glauben, aber Brokkoliröschen sind Blüten. Und Kopfsalat? Der ist auch einfach. Kopfsalat besteht aus Blättern, ist also Gemüse. Und der Apfel? Eine Frucht, klare Sache. Äpfel haben auch Kerne. Und die letzte Sorte? Spargel. Gut gemacht, Groovy. Gemüse, weil es ein Pflanzenstängel ist. Das habt ihr toll gemacht. Ich weiß, es kann schwer sein zu bestimmen, was Früchte und was Gemüse sind. Esst einfach am besten viel von beidem. Was für ein schöner Tag zum Sandeln. Haha,
Groovy, das ist ja ein süßes Sandkrebschen. Was duftet denn da so gut? Bestimmt irgendein Leckerbissen. Pass auf, Groovy. Puh. Brokkoli, das hat also so geduftet. Nein, Groovy, warte, bis alle am Tisch sitzen. Warum gehst du nicht Phoebe holen? Phoebe, Essen ist fertig. Beeil dich lieber. Groovy hat echt Kohldampf. Groovy, du musst Phoebe helfen, aus dem Sandkasten zu kommen. Ich glaube, das reicht noch nicht. Oh je, oh je. Ich weiß ja nicht, ob das mit den Verwandlungen klappen wird. Warte mal, mit der schon. Eine Schaufel ist genau das, was wir brauchen. Du hast ja ein Tempo, Groovy. Du hast echt Hunger, was? Was ist denn, Phoebe? Magst du keinen Brokkoli? Aber Brokkoli ist doch echt lecker, oder, Groovy? Groovy, das ist Phoebes Brokkoli. Phoebe, Brokkoli ist sehr gesund. Willst du ihn nicht kosten? Er wird dir bestimmt schmecken. Pups, hilfst du mir zu erklären, warum es so wichtig ist, Obst und Gemüse zu essen? Obst und Gemüse wie Brokkoli zu essen, ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Obst und Gemüse sind unsere Hauptnährstoffquelle. Dadurch werden wir groß und stark. 5 Portionen Obst und Gemüse sollte man jeden Tag zu sich nehmen. Groovy futtert sich mehr als 5 Portionen am Tag. Und ihr, Kinder, esst ihr jeden Tag Obst und Gemüse? Phoebe, willst du nicht doch ein bisschen von dem leckeren Brokkoli kosten? Komm schon, gib ihm doch eine Chance. Probiere ihn, er wird dir bestimmt schmecken. Nicht wahr, Kinder? Oh je, Phoebe fängt an zu schwächeln, weil sie Hunger hat. Klar, sie hat vorher ihr Gemüse nicht gegessen. Deswegen geht ihr jetzt die Kraft aus. Wow, Groovy! Der Brokkoli hat dir Superkräfte verliehen. Keine Sorge, Phoebe. Das kriegen wir schon wieder hin. Aber wie kommen wir jetzt nach Hause? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Groovy, hilfst du uns? In was könnte sich Groovy verwandeln, um Phoebe und ihr kaputtes Dreirad nach Hause zu bringen? In einen Blumenstrauß? In einen Wischmopp? Oder in einen Abschleppwagen? Stimmt genau. Groovy muss sich in einen Abschleppwagen verwandeln, um Phoebe abzuschleppen. Gut gemacht, Kinder. Wow, so kommen wir bestimmt im Handumdrehen nach Hause. Groovy, heute ist dein Glückstag. Zum Abendessen gibt es nochmal Gemüse. Tut mir leid, Phoebe. Komm, trau dich, es zu probieren. Es ist bestimmt köstlich. Papa kann richtig gut kochen. Sagte ich doch,
Gemüse ist super lecker. Nicht zu fassen, Phoebe. Phoebe hat es so gut geschmeckt, dass sie auch noch Groovys Portion verputzt hat. Keine Sorge, Groovy. Es ist noch mehr da. Ihr könnt so viel Gemüse essen, wie ihr wollt. Fein, eure Teller sind blitzeblank. Nach all dem Gemüse habt ihr jetzt genug Energie, um stundenlang zu spielen. Was für ein schöner Tag, um im Garten Fußball zu spielen. Mal sehen, was du drauf hast, Groovy. Versuch, ein Tor zu schießen. Du musst besser zielen. Was ist los, Kinder? Der Ball ist auf der anderen Straßenseite. Halt, Kinder! Ihr dürft nicht so nah an die Straße laufen. Das ist zu gefährlich. Ich weiß, Phoebe. Wir holen den Ball zurück. Aber wir müssen einige Verkehrsregeln befolgen, um die Straße zu überqueren. Paps, hilfst du mir beim Erklären? Zuerst müssen wir einen Fußgängerübergang finden. Das sind Linien auf dem Boden, die den Weg auf die andere Straßenseite markieren. Man nennt sie auch Zebrastreifen, weil sie so ähnliche Streifen haben. Zweitens warten wir, bis die Fußgängerampel grün leuchtet. Ampeln sind Lichter, die angeben, wer über die Straße gehen oder fahren darf. Es gibt eine für Autos und eine für Fußgänger. Eure ist die mit den kleinen Männchen. Rot bedeutet Stopp, grün bedeutet Los. Wenn sie also grün ist, dürfen wir über die Straße. Drittens schauen wir in beide Richtungen, ob ein Auto vorbeifährt. Und viertens warten wir, bis alle Autos angehalten haben. Super! Seid ihr bereit, den Ball zu holen? Lasst uns die Verkehrsregeln befolgen. Zuerst suchen wir einen Zebrastreifen. Genau. Warte, Groovy, noch nicht. Zweitens müssen wir warten, bis die Fußgängerampel grün ist. Jetzt ist das Licht grün. Dritter Schritt. In beide Richtungen schauen, um zu sehen, dass keine Autos vorbeifahren. Und dann warten wir, bis die Autos angehalten haben. Jetzt können wir rüber. Da ist der Ball. Mission erfüllt. Wir haben den Ball zurück. Lasst uns nach Hause gehen und weiterspielen. Wir müssen wieder über die Straße. Könnt ihr euch an die Verkehrsregeln erinnern? Oh, verflixt. Die Ampel ist kaputt gegangen. So können wir nicht über die Straße. Die Autos müssten erst anhalten. Was können wir tun, Kinder? Groovy, hilfst du uns? In was könnte sich Groovy verwandeln, damit die Autos anhalten und wir über die Straße können? In ein Fläschchen? Ein rotes Stoppschild? Oder in eine Spinne? Genau, Groovy muss sich in ein rotes Stoppschild verwandeln. Dran. Rot bedeutet Stopp. Wenn die Autos das rote Stoppschild sehen, müssen sie anhalten. Aber schaut immer zuerst in beide Richtungen und geht niemals über die Straße, wenn Autos kommen. Prima, spielen wir weiter. Kinder, was sagt Papst da? Oh, richtig, sie haben das Türchen offen gelassen. Sehr schön, Groovy. Gefährliche Situationen zu vermeiden, ist die wichtigste Verkehrsregel. Super! Was für ein schöner Tag, um im Garten zu spielen. Was ist das, Phoebe? Ein Ball? Kinder, wie oft schafft ihr es, den Ball hin und her zu werfen, ohne dass er den Boden berührt?
Lasst uns mitzählen. Seid ihr bereit? Groovy, du musst den Ball kicken. Versuchen wir es noch einmal. Stellt euch im Kreis auf. Pops, du auch. Eins. Groovy, der Ball sollte bei Phoebe ankommen. Kick etwas fester zu. Eins. Zwei. Oh, das war zu hoch. Das kriegen wir noch besser hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Phoebe! Spiele den Ball doch auch deinen Freunden zu. Spielt abwechselnd, das macht mehr Spaß. Sehr gut. Los, Groovy, versuch's nochmal. Hoppla, nicht so fest. Oh, der Ball steckt im Schornstein fest. Kein Problem, Kinder. Pops kann ihn bestimmt zurückholen. Pops, was ist los? Sitzt er so fest? Pops? Pops hat seine Mission vergessen, den Ball zurückzuholen. Was könnten wir tun, um ihn runterzuholen? Eine Leiter? Nein, Phoebe. Kinder dürfen nicht aufs Dach klettern. Das ist zu gefährlich. Ich weiß. Warum lassen wir uns nicht von Groovy helfen? Worin könnte sich Groovy verwandeln, um den Ball zurückzuholen? In einen Hubschrauber? In ein Auto? Oder in ein Boot? Richtig, Kinder! Ein Hubschrauber kann auf das Dach fliegen. Groovy eilt zur Rettung. Sehr schön, Groovy. Schau, Phoebe, der Ball. Danke, Groovy, du bist der Beste. Lasst uns weiterspielen, als Team. Phoebe jongliert mit dem Ball und Groovy hilft uns, bis 10 mitzuzählen. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Klasse! Was für ein schöner Tag, um am Strand zu spielen. Nicht Groovy. Du darfst nicht einfach Müll auf den Strand werfen. Auch wenn es nicht deiner ist. Er gehört in den Mülleimer. Der ganze Strand ist voller Müll. Das können wir nicht dulden, Kinder. Wir müssen etwas unternehmen, nicht wahr, Pops? Die Erde ist in Gefahr, weil sie die Erwachsenen dauernd verschmutzen. Müll darf man nicht einfach irgendwo hinwerfen, sondern in einen Müllcontainer. Außerdem müssen wir den Müll richtig trennen und recyceln. Grüne Flaschen kommen in den grünen Container, blaue Flaschen in den blauen und rote in den roten Container. Kommt, Kinder, helft alle mit! In welchen Container gehören diese Flaschen?
Sehr gut, Phoebe. Gut gemacht. Die blaue Flasche kommt in den blauen Container. Nein, Groovy. Die rote Flasche gehört nicht in den blauen Container. In welchen gehört sie, Kinder? Genau, in den roten Container. Ich habe eine Idee, wie wir den Strand sauber machen können. Lasst uns ein Spiel daraus machen. Schauen wir mal, wer die Flaschen schneller wegräumen kann. Phoebe oder Groovy? Nehmt ihr die Herausforderung an? Das Spiel ist ganz einfach. In jedem Feld sind 5 Flaschen. Phoebe und Groovy müssen sie aufsammeln und in den richtigen Container werfen. Verstanden? Auf die Plätze! Fertig! Los! Beide Spieler ergattern eine Flasche. Phoebe landet ihren ersten Treffer, aber Groovy hat nicht aufgepasst. Oh nein, er muss sie wieder aufheben. Phoebe geht in Führung und liegt vor Groovy, der seine Flasche inzwischen richtig eingeworfen hat. Phoebe schnappt sich ihre dritte Flasche. Groovy ist erst bei der zweiten. Das Spiel scheint entschieden zu sein. Phoebe wird gewinnen, wenn sich Groovy nichts einfallen lässt. Das gibt's doch nicht! Groovy verwandelt sich in einen Tintenfisch und holt auf. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Spieler werfen ihre letzte Flasche ein. Und das Ergebnis ist... unentschieden! Eigentlich haben wir alle gewonnen, denn der Strand ist blitzeblank. Vielen Dank, Kinder. Oh, eine Riesenwelle. Was ist das denn? Die Welle hat wieder lauter Flaschen an den Strand gespült. Kinder, wir haben ein Problem, und zwar ein großes. Das Meer ist auch voller Müll. Wie können wir die ganzen Flaschen nur einsammeln? Fällt euch was ein? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um das Meer zu säubern? In einen Bleistift? In ein Boot? Oder in einen Ball? Ja, genau. Groovy muss sich in ein Fischerboot verwandeln, um das Meer zu säubern. Los, Kinder, fischen wir die Flaschen aus dem Meer. Wow, der Strand sieht echt toll aus, jetzt wo er sauber ist. Jetzt können wir den Rest des Tages genießen. Gute Idee! Feiern wir unsere gute Tat mit einem kühlen Saft. Aber Kinder, wo gehören die leeren Flaschen hin? Genau, in den entsprechenden Müllcontainer. Sehr gut, ihr habt die Lektion gelernt. Müll muss getrennt und recycelt werden. Was für ein schöner Tag zum Schaukeln. Wow, Phoebe kann schon alleine hin und her schwingen. Groovy, probier's doch auch mal. Das macht bestimmt Spaß. Komm schon. Haha, sehr gut. Warte, was ist das? Ein Maulwurf. Wo will der denn hin? In sein Haus? Schauen wir uns doch mal an, wo Tiere wohnen. Leben Maulwürfe in Büschen? Haha, nein, das war nur eine Schnecke. Schnecken haben ihr eigenes Gehäuse und tragen es auf dem Rücken. Und seht mal dort! Eine Spinne. Die Spinnennetze, in denen sie leben. Und Beute fangen. Suchen wir weiter nach dem Haus des Maulwurfs.
Seht, Kinder, ein Frosch. Frösche leben in Teichen. Das ist ja lustig. Kinder, schaut. Bei dem Loch enden die Erdhaufen. Das muss sein Haus sein. Groovy, was machst du da? Willst du sehen, wie es von innen aussieht? Maulwürfe graben Höhlen mit unzähligen Tunneln. Deshalb können sie überall im Garten auftauchen. Wow, der Bau ist riesig. Pops, wo willst du hin? Er hat ein Vogelnest gefunden. Da schlüpft gleich ein kleiner Vogel. Oh nein, er fällt gleich vom Baum. Zum Glück hast du ihn erwischt. Wie geht's ihm? Hallo, Vögelchen. Oh, es kann noch nicht fliegen. Es ist noch ein Baby. Wir müssen ihm helfen, nach Hause zu kommen. Wisst ihr, wo er wohnt? Vögel leben in Nestern, die sie auf Bäumen bauen. Aber sein Nest ist zu weit oben. Wie können wir es erreichen? In was könnte sich Groovy verwandeln, um dem kleinen Vogel zu helfen? In einen Reifen? Eine Kamera? Oder in ein Feuerwehrauto? Richtig, Kinder. Groovy muss sich in ein Feuerwehrauto verwandeln. Super Groovy, er ist fast da. Willkommen zu Hause, Vögelchen. Kinder, wollt ihr ein Spiel spielen? Wo leben all die Tiere? Schaut, das sind die Tiere, die wir getroffen haben. Ein Maulwurf, eine Schnecke, eine Spinne, ein Frosch und ein Vogel. Wisst ihr, wo sie zu Hause sind? Also, wo lebt der Maulwurf? In einem Bau, einem Schneckenhaus, einem Spinnennetz, einem Teich oder in einem Nest? Genau, Maulwürfe leben in einem Bau. Und wo lebt der Vogel? In einem Schneckenhaus, einem Spinnennetz, einem Teich oder einem Nest? Richtig, Vögel leben in Nestern auf Bäumen. Was ist mit Schnecken? Wo leben die? In einem Schneckenhaus, einem Spinnennetz oder einem Teich? Ganz genau. Schnecken leben in ihrem Schneckenhaus. Und Frösche? In einem Spinnennetz oder in einem Teich? Ja, Frösche leben in Teichen. Bleibt nur noch ein Tier übrig, die Spinne. Und ja, Spinnen leben in Spinnennetzen. Gehen wir alle noch einmal durch. Maulwürfe leben in einem Bau. Vögel leben in Nestern auf Bäumen. Schnecken leben in ihrem Schneckenhaus. Frösche leben in Teichen. Und Spinnen leben in einem Spinnennetz. Sehr gut. Was ist denn Groovy? Keine Angst. Das ist nur Schokolade. Gerade rechtzeitig, Phoebe. Anscheinend mag Groovy nur Gemüse. Da sind Papa und Mama und sie sehen sehr zufrieden aus. Warum wohl? Herzlichen Glückwunsch, Phoebe. Du warst in der Schule sehr fleißig. Wir sind stolz auf dich. Du warst auch sehr brav, Groovy. Wow, ein Videospiel. Klar, Mühe wird immer belohnt. Viel Spaß damit, aber spielt nicht zu lange, ja? Wow, Phoebe, es scheint dir wirklich zu gefallen, aber Groovy findet es nicht so toll.
Brokkoli. Mittagessen. Volle Bäuchlein. Ich finde es super, dass euch das Gemüse so schmeckt. Psst, Groovy, mache keinen Lärm und denke daran, spiele nicht allzu lange mit der Konsole. Groovy, du spielst schon viel zu lange. Du solltest es ausschalten. Wow, Groovy, großartig. Was ist passiert? Naja, macht nichts. Bau es wieder auf. Das ist ja spannend. Wer ist das? Ist das Enderman? Pass auf, er will alles zerstören, was du gebaut hast. Oh nein! Pass auf! Nein! Schneller! Los, Groovy, du kannst es schaffen! Groovy, ich glaube, du hattest einen Albtraum. Es ist wirklich nicht gut, so lange zu spielen. Videospiele sollten immer nur in Maßen gespielt werden. What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids! Groovy the Martian, official channel.